Microsoft hat diese Woche einige neue Surface-Produkte vorgestellt, doch es ist lange her, dass ich eine Ankündigung von Microsoft so spannend wie in diesem Herbst fand. Und ich möchte mit euch heute vor allem über ein Modell sprechen, welches gestern gezeigt wurde, aber erst in einem Jahr auf den Markt kommen würde. Trotzdem finde ich, gibt es bereits viel dazu zu erzählen und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen einen Überblick geben, was Microsoft da gestern präsentiert hat. Schon im Vorfeld der gestrigen Veranstaltung hat man so ein bisschen gespürt, dass es ein wichtiges und großes Event für Microsoft sein wird. Und dann hat man das Event auch mit zahlreichen neuen Produkten eingeleitet, unter anderem einem Surface Laptop 3, einem Surface Pro 7, dem Surface Pro X. Übrigens das erste Modell mit ARM-Prozessor bzw. von Microsoft, welches Windows und einen ARM-Support besitzt. Und dann auch noch das Surface Neo. Das ist ein faltbares, ich will es nicht sagen Tablet, aber ein faltbares Gerät, eine neue Produktkategorie, die mit Windows 10 X auf den Markt kommt. Und dann wurde auch noch das Surface Duo gezeigt. Das Surface Duo ist das Gerät, über das ich mit euch heute sprechen möchte, denn es ist, wenn man es ganz genau nimmt, ein Android-Smartphone. Allerdings ist es nicht ganz so leicht einzuordnen, wie man das jetzt vielleicht meint, aber darüber möchte ich gleich im Detail mit euch sprechen. Fangen wir mit ein paar Details an, die bereits bekannt sind. Viel ist es noch nicht, denn es kommt ja erst im Herbst oder Winter 2020 auf den Markt. Wir haben also noch keine finalen Spezifikationen und auch noch keinen Preis. Aber wir wissen, dass Microsoft hier zusammen mit Google an dem Gerät gearbeitet hat. Also Google war tatsächlich involviert in die Entwicklung. Es läuft aktuell mit Android 9, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann in einem Jahr mit Android 10 oder Android 11 auf den Markt kommen wird. Denn die neuen Versionen dürften ja noch ein bisschen besser für diese neue Produktkategorie angepasst sein. Aktuell werkelt ein Snapdragon 855 unter der Haube, aber wenn es in einem Jahr kommt, gehe ich davon aus, dass auch hier der 856 oder vielleicht eine noch neuere Version verbaut sein wird. Insgesamt gibt es ein 8,6 Zoll großes Display, welches in jeweils zwei Displays aufgeteilt ist. Eins davon besitzt 5,6 Zoll und das andere ist genauso groß. Wie gesagt, wir haben noch keine finalen Spezifikationen, aber man kann mit dem Gerät ganz normal telefonieren, man kann den Google Play Store darauf nutzen, man kann Android-Apps herunterladen etc. Das ist alles ganz normal möglich. In einem Interview mit Wired sprach der Chef von Microsoft, Satya Nadella, darüber, dass man mittlerweile offen für neue Plattformen ist und dass Windows nicht mehr die dominante Strategie von Microsoft ist. Man hat sich in den letzten Jahren gewandelt und mittlerweile ist man sehr offen für neue Plattformen. Das hat man in den letzten Monaten und Jahren schon gesehen, als man die Dienste auf anderen Plattformen optimiert hat und jetzt tatsächlich auch erstmals ein eigenes Betriebssystem von einem der größten Konkurrenten, sprich Google, selbst nutzt. Man war gegenüber Android in den letzten Monaten auch immer offener. Man hat zum Beispiel mit Samsung zusammen in einer Microsoft-Version von deren Flaggschiff, ich glaube, das war das Galaxy S9 letztes Jahr, gearbeitet, welches dann tatsächlich auch in den Microsoft-Stores verkauft wurde. Das war quasi ein Flaggschiff von Samsung. Allerdings waren die Dienste von Microsoft drauf vorinstalliert. Und ehrlich gesagt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis man jetzt auch selbst ein Android-Smartphone baut. Es ist kein Smartphone. Im Interview mit Wired hat er auch ganz klar betont, es ist kein Phone. Also man möchte dieses Gerät nicht als Phone vermarkten und gegen das iPhone und Co. in den Wettkampf treten, was man ja früher gemacht hat, unter anderem auch mit den Lumia-Modellen, mit Nokia zusammen. Aber davon hat man sich distanziert. Man möchte eine neue Produktkategorie eröffnen. Die Produktkategorie ist auch nicht die Kategorie der faltbaren Smartphones in dem Sinne, also sprich, es ist auch kein Galaxy Fold-Konkurrent, auch das hat man betont. Es ist eine Art Dual-Display-Kategorie. Es ist eine eigene Kategorie, die Microsoft jetzt mit Windows 10 X, welche speziell für, sage ich mal, Tablets oder Laptops in dieser Formkategorie entwickelt wurde, aufbauen möchte. Da werden auch andere Modelle nächstes Jahr kommen. Ich glaube, man hat Dell und Asus und so weiter. Es sind ein paar Hersteller, die bereits Geräte bestätigt haben. Das ist eine neue Kategorie, die dann vermutlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 erhältlich sein wird. Allerdings soll diese Kategorie nicht nur als Laptop oder Tablet verfügbar sein, sondern auch als Smartphone oder als eine Art Mini-Tablet, als eine Art Dual-Display-Gerät. So bezeichnet man das aktuell. Man möchte, wie gesagt, nicht als Phone bezeichnet werden, aber ich habe da ehrlich gesagt schon so eine kleine Theorie, wie es dann vielleicht danach weitergehen könnte.
Es gab in den letzten Jahren unzählige Gerüchte zu einem Surface Phone. Das war, ich glaube, das fing schon vor 7, 8 Jahren an, als man dann so die ersten Modelle auf den Markt gebracht hat, als es dann hieß, okay, jetzt hat man hier diese 2-in-1 Geräte, jetzt kommt das passende Surface Phone von Microsoft selbst. Doch es kam nie, es gab immer mal wieder Gerüchte, es hieß immer mal wieder, nächstes Jahr kommt es. Und ich glaube auch, dass ein Gerät in der Entwicklung war. Und es heißt ja auch immer noch, dass solche Modelle in der Entwicklung waren. Also, dass man diesen Bereich nie komplett intern aufgegeben hat. Allerdings hatte man das Problem mit dem Betriebssystem. Windows Phone ist gescheitert, das wissen wir mittlerweile alle, und iOS und Android haben den Markt erobert, und ich glaube, es hat eine Weile gedauert, bis man dann eingesehen hat, okay, wir können es nicht mit Windows in dieser Kategorie schaffen, wir müssen auf Android setzen. iOS ist geschlossen, das können wir nicht nutzen, sondern Google ist ein offener Partner für Partner, und aus diesem Grund hat man sich wahrscheinlich überlegt, okay, jetzt haben wir Android, jetzt haben wir unsere Apps und Dienste ausgebaut, versuchen wir es oder nicht, und die Entscheidung ist dafür gefallen, kein normales Smartphone zu bauen, sondern erstmal mit einem experimentellen Gerät anzufangen. Aber wer die Surface-Reihe kennt und weiß, wie sie entstanden ist, der weiß auch, dass es mit experimentellen Geräten anfing. 2-in-1-Geräte mit Tastatur sind in der heutigen Zeit vielleicht normal. Zum Zeitpunkt des ersten Surface oder Surface Pro war das allerdings nicht der Standard auf dem Markt, dass es solche Geräte in dieser Form gab, sondern Microsoft hat hier durchaus mit dafür gesorgt, dass eine neue Produktkategorie entsteht. Jetzt möchte man das wieder auf dem Smartphone-Markt tun, im Bereich der, sage ich mal, mini-faltbaren Tablets. Wie das finale Gerät dann in einem Jahr aussehen wird, wird sich zeigen. Es soll auch noch eine Kamera mit eingebaut werden auf der Rückseite, dass man das Gerät nicht nur aufklappen muss. Wir werden sehen, wie der finale Formfaktor ist, wie die Akkulaufzeit sein wird, denn das Gerät ist sehr dünn. Aber man möchte jetzt in dieser neuen Kategorie mit einem eigenen Modell angreifen. Aber ich habe es eben erwähnt, Microsoft ist mit der Surface-Reihe sehr experimentell gestartet, und nach dem 2-in-1-Gerät kam man dann so langsam auch die ganz normalen Modelle für den Massenmarkt. Es kam ein normaler Laptop, es kam ein normaler Desktop. Man hat jetzt ganz normale kabellose Kopfhörer. Man ist jetzt nicht mehr dieses experimentelle Produkt von der Surface-Reihe gewohnt, sondern man kann es ganz normal einkaufen. Man kann ein relativ portables mit dem Surface Go Tablet kaufen. Also man ist jetzt nicht mehr so speziell unterwegs, wie man das vor ein paar Jahren war, sondern hat sich nach und nach dem Massenmarkt und nicht mehr nur den Leuten für Office geöffnet, sondern auch den ganz normalen Leuten jetzt, die ganz normal Computer im Alltag kaufen. Und ich gehe davon aus, dass man bei dem Surface Duo und Neo, das sind so die beiden ersten Produkte aus dieser Kategorie, nur den Anfang sehen. Windows wurde im Desktop-Bereich für ARM-Prozessoren angepasst. Microsoft hat jetzt allerdings auch Android auf seinem kleinen Gerät zum Laufen gebracht und setzt darauf. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir nach einem experimentellen Ansatz mit einem faltbaren oder mit einem Dual-Display in Zukunft dann auch ein ganz normales Smartphone sehen werden. Denn das ist jetzt meiner Meinung nach der nächste logische Schritt. Wir haben das faltbare Gerät, wir haben eine neue Produktkategorie, das ist schön und gut. Ich glaube aber nicht, dass diese günstig sein wird und dass diese von besonders vielen Menschen gekauft wird. Das wird ein Produkt wie das Galaxy Fold sein. Die sind nett, die sind vielleicht auch irgendwann in Zukunft massentauglich, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dann 2021 oder 2022 auch ein richtiges, sag ich mal, gewöhnliches Smartphone folgen wird. Ich habe gestern mit vielem gerechnet, und Windows 10 X war jetzt auch vorher schon bekannt. Ich weiß nicht mehr, wie das Ganze wie Windows 10 X jetzt in die aktuelle Strategie passt, denn man hat Windows für PCs, man hat also Windows 10, das bleibt für PCs, man hat Android für das Smartphone. Windows 10 X ist so ein bisschen das Zwischending. Entwickler müssen sich also überlegen, lohnt es sich für diese eigene Kategorie nochmal ihre Apps anzupassen und zu optimieren. Ich bin ein bisschen skeptisch und befürchte fast, dass das in Richtung Windows RT gehen wird. Vor allem, warum setzt man nicht auch dort auf Android? Ich meine, Android auf Tablets ist jetzt nicht das beste OS, aber auch das könnte man weiter anpassen und Dinge dafür optimieren. Ich glaube, es könnte ein bisschen schwierig für Windows 10 X werden. Das werden wir sehen, wie sich das dann in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ich persönlich finde es ganz spannend, dass Microsoft jetzt auf Android setzt, dass man mit Google zusammengearbeitet hat und dass man tatsächlich in diesen mobilen Markt wieder einsteigt. Man möchte es noch nicht Phone nennen. Man hat klipp und klar gesagt, das ist kein klassisches Smartphone. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es läuft mit Android. Man kann damit telefonieren. Es ist für mich persönlich
nämlich das erste Surface Phone, welches seit vielen Jahren als Gerücht in der Gerüchteküche die Runde gemacht hat. Und ich persönlich bin gespannt, was danach kommt. So spannend fand ich die Entwicklung von Microsoft schon lange nicht mehr. Ja, man hat gute Produkte auf den Markt gebracht, aber so wirklich ein Knaller im mobilen Bereich, so eine Art Smartphone oder vielleicht jetzt sogar ein Foldable, das ist dann doch nochmal eine andere Kategorie. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Finde es ein bisschen schade, dass wir die Produkte tatsächlich erst in einem Jahr sehen. Ich würde sie wirklich gerne testen und ausprobieren und gucken, wie sich sowas im Alltag schlägt. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein paar Monate gedulden. Wie gesagt, Microsoft bleibt spannend und vermutlich vielleicht auch wieder ein bisschen häufiger auf diesem Kanal ein Thema. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich wollte einfach nur mal so ein paar Worte zum Microsoft Surface Duo loswerden, da ich das persönlich wirklich sehr spannend und aktuell eines der spannendsten Produkte auf dem Markt finde. Bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.